Ich begrüße euch hier im kleinen Thekentheater in unserem Shop, wo zwischendurch die Kamera aus, wenn der Kunde herein, wisst ihr ja. Heute ist 300 Jahre der alte Fritz, der Kaiser, 2 Friedrich, 300 Jahre hat und so lange gibt es Gesetze. Und da sind wir heute mal beim Friedrich den Großen und seine Gesetze, denn er war stinkesauer, dass er nichts zu essen bekam, weil irgendwann da das Wasser abgegraben und dann der Mühler seine Mühle nicht betrieben und somit kein Mehl mahlen konnte. Somit bekam der alte Fritz sein Brot nicht. Da fing der Ärger an und dann hat der Fritz sich hingesetzt, der alte Kaiser, und hat dann so richtige Gesetze geschrieben. Da sind wir also hier beim Gesetz heute, 2017. Ich begrüße euch total recht herzlich zur Sendung. Euer Medienkanzler deckt auf, denn tagtäglich passieren die dollsten Klöpse. Ja, also wir haben ja viele historische Freunde hier, Filmfreunde, Star Wars Freunde, Star Wars Lounge und historisch. Historisch ist natürlich die Stadt Essen in den 30er Jahren ein bisschen bombardiert worden und durch dieses Bombardement ist hier ein bisschen viel in Schutt und Asche gewesen. Aber vergessen wir das jetzt, 2017 haben wir viele Besucher hier in unseren Ländern und diese vielen Besucher bekommen bis zu hier 2500 Besucher aus Aleppo und Co. und drumherum und Bulgarien und keine Ahnung, wo die alle herkommen, haben mal eben so 24 Millionen bekommen. 2500 Gäste haben 24 Millionen bekommen. Ja, warum mache ich heute diesen Videoclip? Auf dem Weg wünsche ich allen Zuschauern, allen Freunden, allen Kunden erstmal gesund bleiben, viel Spaß haben. Das Wetter kann man nicht gerade genießen, im Moment ist es ziemlich kühl, ziemlich kalt. Aber es passiert mir so, als Medienkanzler heute vor laufender Kamera zu sprechen und zu veröffentlichen, dass viele Gelder veruntreut werden, aber in Wirklichkeit gar keinen Zwang gibt. Ja, Lesen bildet. Durch Lesen kommt eine Bildung und durch diese Bildung entsteht Wissen. Und wenn man Wissen, entsteht auch Macht durch Wissen. Wir haben also keinen Zwang in Deutschland. Keiner kann gezwungen werden. Keiner kann gezwungen werden, zu irgendeinem Arzt zu gehen. Jedem steht es nach Paragraph dessen frei. Es gibt lauter Präambeln in Paragraphen vom Verwaltungsakt bis hin zu anderen Paragraphen. Also wir leben alle hier in einem rechtlichen Staat, wo das Recht überall steht. Nur kennen tut einige die Rechte nicht. Da spricht man von einem Rechtsirrtum, Rechtsglauben und Rechtsnatur. Die Rechtsnatur ist eine natürliche Form vom Recht, die sich ableitet durch dessen, was man macht. Das hier ist das Medienrecht. Ich habe die Kamera am Laufen und spreche jetzt im Rahmen des Medienrechts in die laufende Kamera hinein und verkünde heute mal, es stimmt was nicht. Es rappelt im Karton. Seit 1989, danach circa 1990, wurde ein Vertrag geschlossen, den man heutzutage 2- und 4-Vertrag nennt, um die beiden DDR und BRD zu einem zu machen. Nur so richtig ist das nicht abgelaufen, so richtig funktioniert das Ganze nicht. Deswegen haben wir im ostzonalen Bereich irgendwelche Aluhutträger, die sich Reichsbürger nennen. Und hier im Westen, wir staunen nur, wir in Nordrhein-Westfalen haben schon weit über 40% Gäste, die wir gar nicht mehr verstehen. Wenn man so als Deutschgeborener hier in dieser Stadt in einen Laden geht und Döner bestellt, versteht der Deutsch nicht. Man müsste Türkisch sprechen, um den Döner zu erhalten. Oder umgekehrt, derjenige hinter der Theke versteht zwar, was man gerne haben möchte, weil man ja mit Hände und Gestik da auf den Döner zeigt, den man da gerne hätte. Aber sobald es sich aber umdreht, versteht keiner mehr, also ich jedenfalls als Deutscher, kein Wort mehr, weil da wird dann nur noch Türkisch oder Albanisch, keine Ahnung, irgendeine Sprache wird da gesprochen. Aber darauf wollte ich heute gar nicht hinaus. Ich wollte auf die Gesetze. Also, das Wort gesund bleiben ist doch im Moment, wo die Grippe hier durch die Gegend rennt, so manch einer hat einen Grippalinfekt und hat auch mich ein bisschen involviert, ist klar. Ich möchte nicht wissen, welche Ärzte ich bei den Besuchen auch angesteckt, weil es läuft halt rund. So ein Virus läuft rund, bis er dann irgendwann mal unrund und weg. Ja, das dauert noch ein bisschen, weil die Kälte macht es ja möglich. Ja, worauf will ich hinaus? Gesetze. Also, einige bei Facebook regen sich auf wegen den drei Bussen, aber die drei Busse dort, die da stehen, sind nicht identisch mit denen, die in Aleppo stehen. Ja, also ihr müsst euch die mal anschauen.
Warum ihr euch aufregt, keine Ahnung. Es gibt einen Umweltschutz hier in Deutschland. Die drei Busse vor der Dresdner Kirche verstoßen gegen die Umwelt. Ist eben so. Schaut es euch genauer an. Schaut euch den Bodenschutz an. Schaut euch das Leck an. Schaut euch das Öl und so weiter. Benzinreste. Es ist Umweltbeschmutzung. Und wer sich dagegen nicht wehrt, ist selber schuld. Also diese drei Busse vom Dresdner Monument da, die Kirche, müssen an sich entfernt werden. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, da brauchen wir gar keine laufende Kamera, das ist keine Kunst, sorry. Kunst ist was anderes. Es geht an sich nur noch um Wirtschaftlichkeit. Geht man zum Arzt wirtschaftlich, hat man nichts, kann man gehen. Oder der Arzt erfindet was, damit er versteht. Ne? Ist ja alles, zum Beispiel die ZDF hat aufgeklärt, Bayerischer Rundfunk hat aufgeklärt. Also so manch eine Sendung hat aufgeklärt, so Typen wie meiner, einer, die Videojournalisten sind, die sich in die Freiheit begeben und lesen und nachlesen und dann sagen, stopp, das stimmt doch nicht, da hake ich doch mal nach. Und beim Haken stellt man dann halt die Öse fest, wo der Haken passt, hier stimmt wirklich was nicht. Ja, sind wir also beim ersten, das war der alte Fritz, Friedrich der Große, der zweite, der halt jetzt 300 Jahre alt wäre. Und wir haben also Gesetze seitdem 300 alt, ja, alt. Und wenn man diese Gesetze durchliest, die alten vor allen Dingen, die er geschrieben hat, die sind ja sehr lustig in der Deutschsatzstruktur, die ja durch die Rechtschreibreform verändert wurde. Wir sprechen heute ein bisschen merkwürdig. Und wir haben ja sehr viele Rechtschreibfaschisten mittlerweile bei Facebook. Wir haben ja fast nur noch Faschismus, egal wo man hingeht. Wenn man sich in gesundheitlichem Zustand, sagen wir 95% gesundheitlich versichert. Und dann kommt der Tag, wo man plötzlich nur noch 60% gesund ist. Dann fängt der Ärger an. Ja, aber. Dann kommt so ein Ja oder lediglich. Zum Beispiel alle, die Probleme mit Zähnen haben. Momentan haben wir hier etliche. Wir lassen uns alle hier jetzt am gewissen Alter unsere Zähne machen. Und schon fängt der Ärger an. Ja, irgendeiner sagt dann, sie haben eine Erosion. Keine Ahnung. Dauert und durch das Dauern und Dauern gehen die Zähne immer mehr den Bach runter, weil keiner die Reparatur genehmigt. Ja? Wir haben also, wie gesagt, sehr viele Sachen hier mit der AOK, die streitfällig ist, ja, die keine Lust hat, Gelder zu zahlen. Ich spreche jetzt von den Kunden. Ja? Ich selbst habe es auch mal recherchiert, stimmt. Also wir alle haben Probleme mit Gesundheit, mit Strom, mit Wohnungen. Und mit den Gesetzen, die um uns herum mittlerweile immer enger geschnallt werden. Wer heutzutage umziehen möchte, obwohl er Arbeit hat und obwohl es ihm gut geht, kann es an der Schufa liegen, dass er das nicht bekommt. Die Wohnung ist so. Hat ZDF auch schon drüber berichtet. ZDF hat momentan gute Sendungen am Laufen und klärt auf bayerisch. Die Sendung querdeckt auch auf, aber meist bayerisch und bayerisch ist nicht deutsch und Deutschland ist nicht bayerisch und Bayern, ne? An sich sollte Bayern nach Österreich gehen, vorne zu und, ne? Ja, der Herr Seehofer spricht auch nur, der Herr Söder spricht auch nur, aber was haben wir davon? Was haben wir davon, wenn Herr Söder ein 100 Mbit oder noch schnelleres Internet in Bayern konzipiert, einrichtet, da haben wir nichts von. Also hier in Nordrhein-Westfalen, da können wir uns drum prügeln. Wir haben hier nur eine 6000er Leitung, da können wir machen, was wir wollen. Ja, ist so. Weil natürlich ist so. Ich habe mit sehr vielen Geschäftsleuten in unserer Straße hier gesprochen. Wir haben nur eine 6000er und da können wir machen, was wir wollen. Tschüss. Abgeschlossen haben wir eine 16000er Leitung, 16 Mbit. Ja, zu Hause haben wir zwar angeblich 100 Mbit zu Hause, ja, aber nicht in der Firma. Das sind alles so Sachen. Ja, ich merke schon, heute habe ich ein bisschen mehr Zeit zu philosophieren, heute habe ich mehr Zeit vor laufender Kamera zu sprechen, weil es geht ums Recht. Es geht ums Recht aller, die Rechte, die uns genommen werden, weil viele im Irrglauben sind, dass sie Rechte haben, aber gar nicht haben, weil sie gar nicht wissen, welches Recht da gerade am Tragen wäre. Ja, viele haben, also wie gesagt, Zahnprobleme. Da gibt es das SGB. Im SGB stehen die Präambeln und da gibt es auch Vorschriften. Und die werden dann gar nicht eingehalten. Erst recht, wenn es um Bezahlen geht. Also, wer sich heutzutage beim Sonnenschein versichert und einen sogenannten Regenschirm ausgehändigt bekommt, geht halt mit diesem Sonnenschirm und schützt sich vor der Sonne oder auch nicht.
Aber kommt der Tag des Sturms, wo dieser Regenschirm dann ausgespannt werden sollte, damit der Schutz vor diesem Unwetter, was auf einen einbricht, ja, der hat dann schon mal die Banken festgestellt, die nehmen schon mal einen den Regenschirm weg, dann steht man da. Oder halt die Ärzte oder die Ärztekammer oder die Krankenkasse. Ihr wisst schon, also die, die für teures Geld Regenschirme einem geben zum Schutz oder ergo Zahnversicherung, wenn es schon fast zu spät ist, wenn man auf dem Sessel sitzt, ja, dann zahlt ergo die Zähne, also die Reparatur. Ha! Mei. Da sind wir wieder bei Recht. Es ist ein riesengroßer Rechtsirrtum, dass irgendjemand bezahlt. Bezahlen heißt wirklich die Leistung zu erhalten, wo man sich halt versichert hat. Viele Leute versichern sich wegen Schutz im Mietrecht. So, wenn dann es richtig kracht und scheppert, dann kommt so ein Spruch, Mietrecht. Sie sind im Mieterschutz. Was glauben Sie, was ein Rechtsanwalt, der nur 3 Euro erhält, für Sie vor Gericht machen soll? Das sind alles so Klöpse, da wird man irgendwann wach. Also lesen bildet. Ja? Also ein Rechtsschutz ist gar nicht so teuer. Es gibt schon Rechtsschutz für 4 Euro. Ja, es gibt Mieterrechtsschutz schon ab 2 Euro. Ja, gibt's Mieterrecht. Es gibt Zahnersatzschutz für 20 Euro. Keine Ahnung, weil man kann ja vieles versichern. Sein Auto versichern und so weiter. Da sind wir auch beim Thema. Ein Auto, egal wie schrottig, kann 24 Monate auf unseren Straßen fahren. Dann geht er wieder zum TÜV, da wissen wir auch Bescheid, da kann auch ein bisschen, ne, kann trotzdem weiterfahren und hat trotzdem eine Plakette, obwohl das Auto gar nicht mehr, oder es kann als Kunstwerk vor irgendeiner, ne, Dresden da rumstehen und rumsuppen, TÜV abgelaufen, ist alles machbar. Aber ein Mensch, der zu einem Amt muss, der muss sich ausziehen und der muss auch nachweisen, dass die Haut in Ordnung ist, also dass auf der Haut kein Beckel ist. Ihr versteht, was ich meine. Und dann vielleicht auch noch, wenn er Pech hat, alle sechs Monate geht. Oder dem man Schlechtes widerfährt oder dem man Schlechtes gönnt. Der muss alle 6 Monate Striptease machen und sich erklären. Er muss so manch einen Rechtserguss aufs Blatt Papier ergießen in seiner sogenannten Rechtstextur, in dem sogenannten Rechtsgut, ob das nun im Verwaltungsrecht ist oder im, wo kein Recht beherrscht ist, ist Strafrecht, das ist klar, da wird sogar unterschrieben, was woanders nicht der Fall. Da sind wir auch wieder, das ist auch so ein Rechtsirrglaube, nichts ist wirklich, solange es nicht unterzeichnet und wenn keiner die Verantwortung dessen übernommen hat. Sobald steht im Vergleich oder in Vertretung oder gar nicht, eine Maschine zum Beispiel ist überhaupt nicht rechtsgültig. Ach, das Recht. Merkt ihr eigentlich schon, dass das Recht in einem rechtlichen Staat mehr zu einem Unrecht wird, weil so manch einer gar nicht mehr gebildet im Recht, dieses Recht anzuwenden in seinem sogenannten Rechtsgut. Ja, das Recht in der Anwendung geht gar nicht, weil der Bürger der Meinung ist, dass man nicht, oder dass es verboten wäre, über eine Straße zu gehen, wo eine rote Ampel gerade sagt, Stopp. So, jetzt haben wir ein Problem. In diesem Deutschland, auch nach 1989, gibt es keinen Zwang und auch keinen Stopp. Kein Bürger wird gezwungen, stehen zu bleiben. Kein Bürger wird gehindert zu gehen. So sieht's aus. Und deswegen kommen ja auch alle. Wir haben so viele Gäste, keiner sagt Stopp. Die marschieren alle über die Grenze. Ja, hallo? Frau Merkel übt keinen Zwang aus. So, wer sich natürlich daneben benimmt, soll angeblich rausfliegen. Sind ja alles Gäste, ihr kennt das ja, Gastlichkeit. Wer sich nicht wie ein Gast benimmt, fliegt raus. Ja, so manch einer klappt wohl auch nicht mit der Gastlichkeit raus und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man am frühen Morgen aufsteht, ist man schon am Bezahlen. Jeder, der arbeiten muss, der kein Geld hat, ruft jemand an, leih mir mal 5 Euro oder 10 Euro, ich muss eine Busfahrkarte holen, kriegst du heute Abend wieder, morgen gibt's Lohn. So ungefähr. Ja?
vor langer Zeit, wie wir noch BRD und DDR, gut, können wir nichts für, aber ich spreche jetzt für die BRD, wie wir halt hier im Westen unseren Aufbau, unser Wirtschaftswunder und so weiter, da gab es Hertha, Dolores, Machtenkokolores und so weiter. Also wer da mal was vergaß, der klopfte beim Nachbarn, du kannst immer mal eben Mehllein, Eierlein und so weiter. Natürlich haben da auch einige später übertrieben mit ihrer Leierei da, aber egal. Worauf ich hinaus möchte ist, wir waren noch Menschen, wir hatten gewusst, was Recht und Unrecht ist, wir kamen gut klar damit, wir waren menschlich, wir haben noch gefragt, willst du mit mir gehen? 1000 Brücken überstehen, ihr wisst schon, ne? Und heute eine SMS, du bist gefeuert, oder eine SMS, ich liebe dich, oder eine SMS, wir sind verheiratet, Punkt, fertig, aus. Wenn ihr das alles so toll findet, ist das eure Sache. Ne? Also wie gesagt, 300 Jahre Friedrich der Große, 300 Jahre Friedrich der Große, Friedrich der Zweite und seine Gesetze. Er war wirklich stinkesauer, weil ihm nicht recht widerfahren, weil er war stinkesauer, weil er nicht seine Brötchen bekommen hat, sein Brot damals, ja. Und heute sind so viele stinkesauer, weil sie ihr Recht nicht erhalten, ja, weil ihnen das Recht genommen wird. Ihnen wird das Recht der Freiheit genommen und keiner sagt was dagegen. Hallo, eure Rechte der Freiheit werden euch genommen, ja. RTL und Co. sagt ab sofort zahlen, wenn ihr mich sehen wollt, zahlen. Wenn ich sagen würde, dieses Video könnt ihr nur sehen, wenn ihr zahlt. Hallo? Da? Keiner. Keiner würde zahlen. So. Keiner würde sich dieses Video anschauen. Aber ihr schaut ab sofort. Ab April, ab 29. März zahlt ihr jeden Monat 6 Euro, damit ihr RTL und wie die alle heißen sehen könnt. Ja? Das kann es nicht sein. Und dann die patzige Aussage, dass ihr ZDF, ARD und WDR nur noch gucken wollt. Das ist eine patzige Aussage. Mehr ist das nicht. Ne? Es kann nicht sein, dass man da Firmen so viel Geld gibt, ob Telekom, ob das Universalkabel ist oder irgendein Kabelanbieter in euren Bundesländern. Ihr seid selber schuld, wenn ihr das macht. Die Freiheit des Sehens, die Freiheit des Hörens, die Freiheit, sich zu unterhalten, überhaupt Freiheit. Die Freiheit, die große Freiheit, Nummer 7 von mir aus. Ne? Ihr wisst noch, Hamburg, mit den großen Schauspielern, also die große Freiheit, die solltet ihr euch alle nicht nehmen lassen. Besonders die, die zum Zahnarzt müssen. Die erst recht nicht. Also Zahnersatz kann teuer werden, ist klar, weil das nämlich im Gesetzeskatalog der Krankenkasse nicht enthalten ist. Ist alles nur noch Geschäftemacherei. Wichtig ist, es gibt keinen Zwang. Keiner wird gezwungen, zu einem Arzt zu gehen. Und kein Arzt wird gezwungen, einen Patient zu reparieren, zu diagnostizieren oder sonst was. Es ist zwar das Recht da, dorthin zu gehen. Es ist das Recht da, eine Prophylaxe. Es ist das Recht, so. Aber eine Prophylaxe bringt kein Geld. Und deswegen macht der Doktor das auch nicht. Die Gesetze, worauf ich jetzt heute hinaus, wegen 300 Jahre alter Fritz hier, die Geschichte der alten Welt war viel Freiheit, viel Tatendrang, viel, vor allen Dingen Freiheit. Durch diese hohen Maß an Freiheit, ja, konnte man vieles bewegen. Heute ist kaum noch einer frei. Ja, ist so. Keiner ist frei. Ich wüsste nicht, dass einer so frei ist wie die große Freiheit vor 300 Jahren. Ja, dass da Kriege waren und... Hallo, aber trotzdem waren wir frei. Wir konnten immer uns entscheiden. Jeder konnte sich entscheiden und jeder sollte sich entscheiden. Ihr könnt auch entscheiden, auszumachen, anzumachen, mir zuzuhören, ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich dafür, dieses Video gemacht zu haben. Ich entscheide mich dafür, viel zu lesen. Ich entscheide mich dafür, das Recht der Freiheit zu verstehen. Ja? Ich möchte weiterhin die Freiheit, die mir zusteht, als Mensch, weiterhin genießen. Ich möchte keinen Zwang. Und ich möchte auch, dass die Gäste die Gastlichkeit auch verstehen. Wer kein Gast sein will, fliegt raus. So einfach ist das. Ja? Also an alle Gäste, die kommen und nichts verstehen, lernt es zu verstehen. Auch wir wollen Gäste sein in euren Ländern. Ja? Und wie gesagt, drei Autos, beziehungsweise drei Busse da,
umweltschädigend vor einer Kirche hinzustellen, das ist keine Kunst. Die sollten an sich mal langsam entfernt werden. Das ist jetzt nur meine Meinung, nicht Dritter, okay? Das ist jetzt meine Meinung, dass solche umweltsündenden Fahrzeuge, wo die Plakette des TÜVs schon abgelaufen, vor irgendeiner Kirche hingestellt werden, als Kunst, als Hinweis, dass in Aleppo auch Busse stehen, zum Schutz vor Scharfschützen und was weiß ich nicht alles. Aber schaut euch die Busse an und schaut euch die Busse an. Und dann erklärt mal, was ist jetzt Kunst und was ist jetzt keine Kunst. Ja, und jetzt mache ich Schluss. Jetzt habe ich Pause. Ich wünsche euch was. Viel Spaß. Beim Lesen. Beim Lesen bildet. Es rappelt im Karton. Heißt, die E ist in der Kiste. Und es rappelt im Karton. Lieber schwarz oder bunt wie ein Bonbon. Es rappelt im Karton.